So. Na, da ist er. Da ist er. Oh. Es ist so verrückt. Ich schaue gerade einfach nur nach oben, ja. Es ist so völlig irre einfach. Es sieht mittlerweile ziemlich respektabel aus, sagen wir mal so, ne? Also schlecht ist es nicht, ja? Nee, da geht schon was. Vor allem überall die Raumschiffe halt einfach, überall, weißt du, es starten in alle Richtungen, gerade irgendwelche Schiffe, irgendwelche Shuttles sind unterwegs, das ist schon völlig verrückt einfach. Es ist völlig verrückt. Wild. Wild. Ja, ich wollte heute tatsächlich noch eine Kleinigkeit machen, bevor ich völlig durchdrehe mit dem Hydrogenmangel, wollte ich ins Zwergsystem reisen. Ach, Zwerg 3, um genau zu sein. Und wollte dort, nachdem ich mich jetzt hier zu Hause ein bisschen aufgefüllt hatte, wollte dort eine automatische Produktion einrichten. Und zwar für den Parzibert. Oh, was kriegt der Parzibert, wenn es automatisch produziert? Sachen, die der Parzibert erstmal einen wunderhübschen guten Abend, Parzi. Hallo, Parzi. Ich glaube, jetzt hat er sich durchgehend gemutet. Oder er mag uns einfach nicht. Das kann natürlich auch sein, ja. Punkt, schon 13 Monate, sau cool. Na, zu dich an, Dankeschön für 13. Vielen Dank. Hallo? Na, hallo. Parzibert. Wie jetzt funktioniert es? Ja, willst du einfach nicht, oder was? Wir dachten schon, du hast dein Mute jetzt übernommen für immer. Nee, ich war entmutet, aber irgendwie wollte das Mikrofon nicht. Mhm. Der Mute, ja. Hast du ja gesehen, Schatz. Wenn ich mich mute, schaut das... Also... Ganz kurz, ich werde jetzt die Orbital Collectors automatisieren. Das heißt, wenn ihr, vor allem Parzi ist dafür prädestiniert, auf irgendeinen jämmerlichen Gasriesen stoßt, dann wäre es Wunderbärchen, ja, also so richtig Wunderbärchen, wenn ihr die Orbital Collector immer dabei hättet, weil dann könnten wir die Gasriesen immer komplett einmal umbauen. Das ist aber ein Riesenaufwand erstmal. Ja. Ich schau gerade mal, ob ich auf Zwerg überhaupt einen Gasriesen habe, aber nein, hier ist keiner. Leider. Also das Zwergsystem ist leider raus aus der Nummer. Ich habe auch keinen Gasriesen da, wo ich jetzt bin. In Mirmas. Gibt auch weder in Schwein noch in Flons einen. Ich weiß, dass Code Blue in Comé, glaube ich, einen hatte. Ich schau mal schnell rein. Nee, auch nicht. Aber weißt du, was auch voll geil werde, wenn automatisiert werde? Was denn? Hier Dingenskirchen, Ölbohrpumpen. Ja, kann ich das. Also, du meinst die Öl-Dingers, die Raffinerien, ne? Nicht die Raffinerien, sondern tatsächlich die Extraktoren. Ja. Weil ich habe auf dem Planeten, wo ich hier bin, also ich habe schon mindestens 30 Ölquellen gefunden da. Das ist der Wahnsinn. Bei mir auch tatsächlich sehr viele. Das trifft die aber... Die zu erschließen wäre ja nicht verkehrt, ne? Absolut. Also das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist in vielerlei Hinsicht auch sau wichtig. Vor allem auf den Hydrogenmangel bezogen sowieso da noch. Ich würde jetzt erstmal mit den Orbital Collector anfangen, weil die länger dauern in der Produktion als die Raffinerien. Die sind relativ einfach. Alles Jod. Die Frage ist, Zappes, ob du nicht eine kleine Produktion für Oil Extractor und Raffinerien stellen magst. Die brauchen nicht viel. Kann ich machen, ja klar. Also wenn du da so eine kleine Produktion für die Dinger herstellen könntest, wäre das toll. Weil dann könnte ich mich jetzt auf diese Orbital Collector Geschichte stürzen. Ja, kein Thema. Ich baue hier noch schnell diesen Kohle-Patch-App, den ich gerade gefunden habe. Und dann fange ich damit an. Geil. Bin auch gerade auf einem Planeten, wo man sowas halt jetzt schön machen kann. Wann bekommt das Zwergsystem eine Dyson-Fähre? Nee! Einfach nein! Ich möchte das nicht. Nee, das ist... Also tatsächlich kein Schmarrn jetzt. Ich baue die Dyson-Sphäre tatsächlich nicht hier ein. Zumindest nicht, solange unsere aktuelle Dyson-Sphäre nicht fertig ist. Oder wenn wir jetzt hier gigantische Überbestände hätten, dann würde ich es mir noch überlegen, aber das haben wir halt nicht. Die etwas aufmerksameren Zuhörer bemerken an dieser Stelle, wie der Herr Zwerg geschickt Schlupflöcher offen lässt. Ja. Immer. Es ist nach diesen Aussagen nicht ausgeschlossen. Es ist alles ist möglich, möchte ich an dieser Stelle nur mal ganz kurz festhalten. Eines Tages, aber eines bestimmten Tages,
könnte es unter Umständen passieren, dass wir im Zwergsystem auch eine Dyson-Sphäre sehen. Wir müssen energiepolitisch einfach technologieoffen agieren. Also man muss ja auch fairerweise sagen, es ist alles ist möglich in dieser wundersamen Welt. Außer, dass Parzi Batterien übrig lässt. Das ist allerdings eine völlige Unmöglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo ich Batterien anfordern sollte. Ja, genau, das ist ja das Problem, Parzi. Das ist genau das Problem. Ja, ich habe maximal einen Planeten. Sonst habe ich ja gerade nirgendwo mir Batterien angefordert. Oh, ich sehe gerade einen kleinen Mangel hier noch. Ich meine, ich kann da kurz rüberfliegen. Ich muss nur schauen, ob mein Tank reicht. Nicht, dass ich nachher wieder lost in space bin. Da muss ich halt wieder falsch abbiegen. Also, Patsy, ich glaube, da können wir dir deine Angst nehmen. Du wirst auf jeden Fall lost in space sein. Ja, also ich vermute, es ist die einzige Option tatsächlich. Was für ein Traffic von Mirzam rüber ist. So, wo wollte ich jetzt hinfliegen? Lambda, Herkules. Markus! Punkt, schönen guten Abend, Zwerg, Batzi, Kudeblü und Zappers. Zwerg, ich habe da was für dich gefunden. Sogar T2 im 41. Dankeschön vielmals, Markus der Franke. Vielen lieben Dank und fetzen Ausrufezeichen Hype Aroma. Bitteschön, ja. Ich brauche mehr von diesen Automatic Minern, ey. Die sind so geil, ey. Ja, wird geliefert. Bald, soon TM, ja. Vielleicht. Das ist so ein Game Changer, dieses Ding. Ja. Das Problem ist eher, dass wir in der Verarbeitung irgendwann nicht mehr nachkommen. Also jetzt noch, das ist kein Problem, aber ihr könnt so schnell von den Dingen, wenn ihr die Dinger aufbaut, ihr könnt das so schnell tun, dass ich die Fabriken nicht mehr nachkriege. Ja, das soll so soll es sein. Ja, ich weiß. Du sollst ja keine Ressourcenmangel mehr haben. Du sollst ja Fabriken aufbauen können, die den ganzen Planeten um. Ey, du hast Zwerg 3 noch nicht gesehen. Das ist mittlerweile. Ich hab den Stream offen gehabt die ganze Zeit. Ich hab's die ganze Zeit gesehen. Es ist also allein die Produktionsstätte für die Turbinendinger ist halt schon völlig verrückt geworden. Da fehlen allerdings immer noch die Motoren. Wollte nicht irgendjemand Motoren bauen? Du wolltest eine vernünftige integrierte Produktion machen, wo du die Motoren selber herstellst. Ja, ich erinnere mich. Im Übrigen, ich weiß jetzt, wo unser Mangel liegt. Ich habe doch zur Cold Blue gesagt, wir brauchen von diesen Optical Grating Dinger mehr, ne? Mhm. Da fehlen immer noch fast 2.500 pro Minute, versteht sich. Und das, obwohl ich seit dem letzten Stream ja mittlerweile auch kräftig liefere. Also ja. Ich glaube, 2/3 der Optical Grating Crystals kommen aus dem Schlonz-System. Die Stonebricks sind überladen, da geht auch nicht mehr viel. Ich wollte jetzt eigentlich mal gerade gucken, was mit dem Motor-Dingers ist. Also, boah, da produzieren wir halt fast gar nichts. Schwein ist definitiv mein bester Kunde. Es ist immer so, das Schweinesystem kann es halt, ne? Ja, also was vor mir zusammen weggeht. Man muss es auch ehrlicherweise sagen, das Schweinesystem ist zukunftsweisend. Absolut. Also anders geht's ja gar nicht. Ne? Alles andere wäre auch unverschämt tatsächlich. Ja. So, Orbital Collector Dinger. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, wie das funktioniert hier. Weil wir so dermaßen viel Zeug dafür brauchen. Na, fangen wir mal an mit Extraktoren. Extraktoren! Mikrochips. Mikrochips anfordern oder selber bauen? Müssten anforderbar sein. Glaube ich, gehört zu haben. Plasma Exciter kann ich auch anfordern. Weiß ich nicht, ob vorhanden ist. Sind wahrscheinlich nicht viele da, aber es müsste ein paar geben. Also ja, ein paar müsste es immer geben. Ne? Also es ist immer so ein Mikro-Dings. Mikro. Okay. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben bloß von diesen Reinforced Thruster-Dingers haben wir nichts mehr. Das ist natürlich schade. Leute, wisst ihr, was ich heute draufgekommen bin? Es sind nur 12 Tage bis zum Cities Skylines 2 Release. Ja, tatsächlich. Ist nicht mehr weit hin, ne? Ne, 12 Tage. Ist nicht wieso, aber das reizt mich so gar nicht. Findest du? Ja, das wird schön. Irgendwie, ne? Oh, ich glaube, das wird gut. Warte, Disconnected Channel. Bitte?
Ich verlasse diese Gruppe. Pazzi ist halt auch immer der Hype-Wert, ne? Also das muss man auch schon sagen. City Skylines hypt mich aber wirklich. Also nee, Pazzi, du bist immer der Hype-Wert, egal um was es geht. Nee. Doch, voll. Es gibt eigentlich nichts, wo du nicht voll weggehypt bist. Das ist bei den neuen Spielen immer so. Der volle Hype-Wert in jeder Lebenslage. Nee, ich bin nicht zu leicht zum Hypen. Starfield hat mich gehypt gehabt, aber das hat mich halt total enttäuscht. Was? Starfield hat mich echt enttäuscht. Ich meine, das Spiel an sich nicht, aber ich in 2023 mal kein Spiel mehr mit 5 Millionen Ladebildschirmen haben. Ja. Das hat mir so viel weggenommen von dem Spielspaß, wenn ich wegen jedem Dreck in einen Ladebildschirm komme. Also ich weiß nicht, Starfield macht mich irgendwie tatsächlich unfassbar glücklich. Aber das spricht, glaube ich, bei mir auch so ziemlich genau dieselben Eigenschaften an, weswegen ich gerne einfach stundenlang stur in irgendwelchen Minen rumbuddle. Also, ja, kann, das stimmt schon. Aber was ich gespannt bin, ist auf einen offiziellen Mod-Support, weil es kommen jetzt schon einiges Mods raus, wo ich mir denke, das könnte geil werden. Allein die Star Wars, Total Convention-Mod ist geil. Cool. Ich hab Star Wars Mod, da sind nachher die ganzen Polizisten keine Stormtrooper. Ach so. Auch mit den Sound und das Ganze unterlegt. Also ich denke, es ist, das Spiel an sich ist nicht schlecht. Man muss sich darauf einlassen können auch. Aber ich glaube auch tatsächlich, das musst du mit sehr viel Zeit spielen. Und deswegen ist es gerade für den Stream zum Beispiel etwas zäh. Aber nur etwas. So, ich produziere jetzt mal Motoren. Und zwar in ausschweifender Menge. Und das wird aufregend. Also es kann sein, dass jetzt alle Produktionsketten nach und nach zusammenbrechen, weil ich sie hochskaliere. Und zwar auf ganz unangenehmen Mengen. Das muss man mal schauen. Da bin ich. Was? Ja, ich bin endlich im Lambda Herkules angekommen. So, wo könnten Batterien sein? Oh, da. Batterien? Achso, ja. Ja, ich soll ja schauen, wer Batterien. Das wäre ganz toll, wenn du das machen könntest, ja. Muss ich halt ein paar Systeme abklappern, aber. So. Okay, ich baue die nächste kleine Fabrik auf. Schön für 100 Bidis! Nee, der läuft! Danke vielmals!
So, Leute. Also, ich habe auf dem einen System, wo ich die Batterien angefordert habe, sogar alle Batterien weggeschickt, weil ich das abgebaut habe. Hast du noch irgendwo sonst noch einen zweiten? Ich schaue gerade auf den einen, wo ich es vermutet habe, ist nichts mehr. Da habe ich auch keine Energie-Exchanger mehr. Okay. Und da sind alle vollen Batterien, die ich da reingeputtet habe, alle weg. Ich frage mich gerade, wo meine Versorgung bleibt. Was ich mich frage, ist, warum Schwefel nicht da transportiert wird. Ey, da ist ein Koblu im Chat unterwegs. Hallo. Morgen ist Freitag der 13. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber wir wissen doch alle, Chat, wir wissen doch alle, da passiert nichts. Oder? Normal nicht. Also ich würde auch Ich hätte auch viel mehr Angst vor Montag, dem 13. Ich habe immer Angst vor Montag. Ja, deswegen ja. Das ist wild. So, da ist einmal nichts. So Leute, ich sag euch eins. Wie viel Strom produziere ich jetzt hier? Oh. Ich will nach Hause. Ich glaube, dass die Überlegung mit der Dyson-Sphäre könnten wir nochmal auf ein neues Niveau bringen bei dem aktuellen Bedarf. Hallo, hallo, hallo. Na, ihr Süßen. Na, Schnäckelchen. Na, ihr süßen Mäuse. Und wie ist es so? Im Wonderland. Tut mir leid, dass ich ein bisschen spontan zu spät gekommen bin. Ich habe noch ein wenig mit meinem Chef geratscht, wie man hier in Bayern sagt. Der ratscherig einfach. Auf einmal war es 17:45 und ich gucke auf die Uhr und denke mir so: Huch. Ich muss doch mal los, ne? Ich muss doch mal los, aber ganz dringend. Ich leune mal eben. Ha, herrlich. Aber schön, dass du da bist. Zwecki, was baust du denn da schon wieder? Meine ganzen schönen T2-Maschinen. Ja, und ich brauche mehr. Es reicht nicht. Es reicht, egal wo ich hinschaue, es reicht einfach nicht. Ja. Ich habe auch. Ich krieg nicht die ganzen Batterien gebunkert. Ich glaube nicht. Ich würde niemals Batterien bunkern. Ich glaube, wir haben auch gerade ein neues Problem. T2-Bänder sind kaum noch anforderbar. Formulatoren. Ich habe 1400 habe ich offensichtlich im Storage. Ja, aber das reicht mir ungefähr für eine Fabrik. Nicht mal, für eine halbe. Also die vollen, ne? Mhm. Mit Leere sind hier 129 drin. Soll ich die mal alle wieder losschicken, weil ich brauche die nicht. Wenn du sie eh nicht brauchst, stell sie auf Supply, ja. Dann stellen wir auf Supply. Kannst du ja wieder ändern, wenn du sie doch noch brauchen solltest, ne? Boah, ich glaube besser nicht, aber... Schauen wir mal. Steht ja eh alles auf Idle, von daher. So. Ja. Ich sehe tatsächlich. Also ich habe. Der Bot hat diesen Geschenkshub von dir, also von Markus der Franke, an Natsumichan tatsächlich nicht angezeigt. Auch bei mir nicht. Ganz komisch. Markus hat immer so diese Mystery-Subs, weißt du? An manchen Tagen ist es einfach anders. Bitte, Pazzi, nochmal ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Ich habe den einen Planeten gefunden, da sind 3000 volle Batterien lagernd. Jetzt habe ich es reduziert auf 1000 im Lager, aber es werden keine weggeschickt. Hast du auf Supply gestellt? Ja. Achso, nein, Blödsinn. und deswegen frage ich. Aber trotzdem noch nicht. Ich will auch nicht weggeschickt. Wolf, danke für den 33. Davon 13 schon am Stück, ey. Ich danke dir vielmals. Ich bin einfach hier gerade völlig verloren. Also mein Problem ist tatsächlich, dass die Anzahl der T2-Bänder momentan, ich glaube, wir haben das System komplett überlastet. Bisschen. Ey, das ohne Leben ist hart. Ich stelle gerade was anderes sehr Kritisches fest. Ich habe hier gerade eine gigantische Fabrik hingestellt, um elektrische Motoren herzustellen. Mhm. Dabei habe ich gerade mal 2.500 pro Minute erhöht. Und es fehlen noch 4.000. Also soweit nichts Unbekanntes. Ja, aber wenn ich da so sehe, muss ich nochmal 3 von diesen Fabriken hinstellen, krieg aber keine Bänder.
sehe ein Problem. Ich sehe da auch ein Problem, ein gewaltiges Problem, ja. Okay. Und ich brauche halt extrem viele gerade. Also wie gesagt, also Hydrogen ist komplett leer. Also es kommt noch ein bisschen was an, so ist nicht, aber das, das ist der ist durchgehend bei null eigentlich. Der liefert alle paar Minuten mal 600 rein und dann ist er auch schon wieder bei null. Das ist ungefähr genau das, was ich befürchtet habe, ja. Seit wann brauchen wir so viele Titanium-Ingots? Krass. Ich weiß nicht, aus welcher Fabrik die genommen werden. Hast du da was? Da kann ich theoretisch auch nochmal nachjustieren, so ist nicht. Justiere bitte, ja. So ein bisschen wäre schön. Ein bisschen justieren auch. Ja, also den Justiziar quasi. Mhm. Ich copy-paste mal ganz kurz die nächste Fabrik rein. Hier nicht unter, da sind noch Ressourcen im Weg. Oh, das geht sogar. Fehlt ja auch nur ungefähr alles. Ja, das Problem ist genau das gerade, was wir haben. Wir haben einmal einen Hydrogenmangel, der des Todes ist, und einmal auch noch einen elektromagnetischen Turbinenmangel, zumindest gedachterweise gehabt. Wir haben auch noch einen Supermagnetic Ring-Mangel. Also uns haut es gerade ein paar Systeme komplett durch Sonne und Mond durch. Ja. Wir werden sehen. Ich kann nichts machen, die Batterien gehen nicht weg. Das ist okay, lass es ruhig. Das wird wahrscheinlich im Gesamtsystem einfach auch mithängen. Ich vermute das zumindest stark. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass genau das Problem ist. Hier läuft es ja eh gerade. Das Problem an der Sache ist, mit den geringen Turbinen, die gerade hier durchlaufen, ja, können wir die T2-Bänder auch nicht bauen. Außer Code Blue sitzt irgendwo noch auf T2-Bändern rum. Nope. Das habe ich befürchtet. Habe ich noch welche im Zentrallager? Manchmal speichere ich ja mehr, als ich brauche für Notfälle. Ach, herrlich. Manchmal. Also immer. ja. Ich habe noch 2.500, die müssten jetzt für eine halbe Raffinerie reichen. So. Okay. Also, ich versuche jetzt gerade mal unsere Turbinenproduktion wieder in den Griff zu bekommen, damit wir mehr Bänder bekommen, weil das ohne Bänder ist halt echt blöd, ne? Da wird Zappes immer ungehalten bei sowas. Ja, wäre jetzt auch unpraktisch, wenn ich hier diese ganzen Ölsachen machen will. Also genau. Sowohl die Extraktoren als auch die Refineries können jetzt prinzipiell angefordert werden. Das sind aber echt kleine Produktionen, die ich hier habe. Okay. Weil das ist ja nichts, wo wir immer 10.000 auf Vorrat haben müssen. Also, ja. Das sind nur jeweils 8 T1-Fabrikatoren, die da machen. Es ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, normalerweise, wie lange haben wir jetzt keine mehr gebaut, ne? Ja, deswegen. Also, das läuft dann irgendwann sowieso voll, dass es ewig hält. Markus, dankeschön! Franke schenkt einen Sub an Tombach D. Ey, vielen lieben Dank für den verschenkten an Tombach! Vielen, vielen Dank an Markus der Franke. Fetzen Ausrufezeichen Hype, ey! Ja, nee, also ich habe auch diese Orbital Collector Produktion super klein gehalten, ne? Weil wie viele brauchen wir davon?
Das ist immer sowas, das brauchst du mal punktuell sehr viel und dann lässt es wieder ewig rumliegen. Genau so ist das. So. Kannst du ETS 2 spielen? Gerade ist ein bisschen schlecht. Svea, spiel jetzt mal ETS 2, bitte. Nee, es ist tatsächlich gerade etwas unglücklich. Ich will Dysons 4 spielen. Ich will Dysons 4 spielen. Schlepperzwerg, bring mir mal ein bisschen Eisen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde, Dysons 4 ist absolut großartig. Außerdem bin ich in der Sucht gefangen, also ich kann gar nicht anders, selbst wenn ich wollte. Ja. Oh ja, wenn ihr wüsstet, was der Zweck den ganzen Tag schreibt. Ey, ich, wir ich, könnten noch das machen und das wäre auch noch eine Idee. Ja, und da muss noch was. Habt ihr eigentlich schon... Wo ist eigentlich Parzibert? Genau. Parzibert ist im Übrigen auch schon komplett lost auf dem Discord, ne? Also der ist auch komplett untergetaucht. Bitte, was? Der ist quasi dauergemutet, auch noch auf dem Discord, ja. Ja, was ihr da den ganzen Tag schreibst, da komme ich ja nicht einmal dazu, das nachzulesen. Ja, eben, siehst du, und dann kommst du immer so völlig planlos in den Stream. Aber was machen wir denn heute? Für was gibt's einen Stream? Wir sollen ja miteinander reden. Wenn ihr schon alles wisst, wer ja davor schon stundenlang miteinander schreibt. Das nennt sich Absprachen treffen, Planungen, also irgendwas. Absprachen treffen. So was passiert, wenn man mit jemandem spielt, der eigentlich immer schon Projektmanager werden wollte. Immer schon! Das ist doch ein Traum, oder? Aber was leicht anderes, weil Sucht und Spiele und solche Dinge, ne? Ja. Ich habe neulich auf einem anderen Kanal, Kanäle neben dir haben, aber ja, manchmal. Ja, das du willst, das Gesetz, ja. Ja, da habe ich eine Demo von einem Spiel gesehen, das Ding heißt Enshrouded, ist sowas ähnliches wie Valheim. Mhm. Ja. Das sieht geil aus. Habe ich auch gehört. Ja. Ich habe es mir ehrlicherweise noch gar nicht angeguckt, weil, wie gesagt, ich in jeder freien Sekunde ich Dysons 4 offen habe. Ja, hau dir das mal an. Das ist definitiv, sobald das zumindest in Early Access geht, ist das ein Ding, da müssen wir mal drüber nachdenken. Markus unterstrich der unterstrich. Ich glaube, da hätten hier alle sehr viel Spaß dran. Sehe ich genauso. Okay. Ich werde das prüfen. Ey, Markus, vielen lieben Dank für den Verschenken an Merabus im zweiten Monat. Dankeschön für den lieben Support, ey. Ist jetzt gerade schlecht. Ist gerade schlecht? Es ist gerade schlecht, gerade. Gerade. Aber bald. Ja, soon. So, kriegen wir eigentlich genug? Ja, es geht so.